Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Yo! Der Aufbau unserer Zweitkolonie geht ja relativ gut voran. Hier machen gerade alle irgendwie Mittagspause. Wir haben eine ganze Menge Überlebensrationen, eine ganze Menge Nährstoffpastel. Was wir allerdings nicht haben, ist rohes Essen. Vielleicht sollten wir hier auch mal ein paar Leute auf die Jagd setzen. Ja, ein paar Alpakas jagen und so, ne? Oh, Stella ist jetzt ein inspirierter Chirurg. Wo ist denn der Wag? Ach, da oben. Alles klar, dem glauben wir mal sein Futter nicht, dass er uns angreift. Und ja, schauen wir mal hier in der Hauptkolonie mal weiter, ne? Stella, da du ein inspirierter Chirurg bist, schläfst du gerade. Sam, was machst du? Ruhst dich mit anderen aus. Ja gut, Mittagspause. Mittagspausen sind doch immer schön. Danach würde ich sagen, zerhackstückelst du mir hier erstmal weitere Tierchen, damit dann weiter gekocht werden kann und so ein Quark. Und ja, hier hat sich ja schon ewig nichts mehr getan, ne? HE-Granaten, wie viele haben wir denn mittlerweile? 21. Moment, mir war so, als wäre hier irgendwo was notgelandet, oder? Da habe ich es mir nur eingebildet, habe ich das nur geträumt. Ist das der richtige Spielstand? Ich habe ja nur einen. Was natürlich bei einem Let's Playen auch eine gegenwärtige, wie soll ich sagen, beim Let's Playen ein kleines Risiko ist. Mir war so, als wäre hier irgendwo ein Alien-Raumschiff gelandet. Hä? Werde das Gebiet noch ein bisschen weiter scannen. Moment. Zoomen wir halt mit der anderen Maus raus. So. Moment mal kurz. Wenn man so einen Wind hört, denkt man sich, da wäre doch dieses Alien-Raumschiff. Moment. Lass mich erstmal laufen, ne? Ach, da hinten. Alles klar. Leon hat ja schon den Mörser bewaffnet. Dann würde ich mal sagen, erzwingen wir mal den Angriff da drauf. Ja. Gabriel, wo steckst du? Du schläfst. Weißt du was? Bemann. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Gabriel, du feuerst auch mit drauf. Genau. Was sind denn das für meisterhafte Schützen? Das ist ja ekelhaft. Ja gut, kann bald schießen. Und ja, ich glaube, wir sollten noch weitere HE-Granaten herstellen lassen. So weitere 20 Stück. Und haben wir schon mal getroffen? Oh, der kommt gut. Jawohl. Guck mal. Gabriel. Vielleicht sollten wir erstmal die Viecher außenrum platt machen, beziehungsweise anschießen. Ich schieße mal mit beiden. Ganz genau. Bitte mal hier hin. Jawohl, wir haben was getroffen. Mhm. Können wir weiter hier hin schießen? Kommt ihr jetzt oder dreht ihr wieder um? Wenn ihr wieder umdreht, ne? Dann müssen wir in Kampfbereitschaft gehen. Oh, sie bleiben stehen. Alles klar. Dann feuern wir halt weiter aus beiden Rohren. Worauf schießt denn ihr? Ist ja richtig ekelhaft. Moment, haben wir ein bisschen Schaden gemacht? Ja gut, dem haben wir ins linke Bein geschossen. Rechter Finger abgeschossen. Bruch Mörser. Ist doch schön. So muss das. Dann weiter. Gut, das waren gute Treffer. Bruchmörser. Moment, sind wir hier schon unter 50%? Fast. Bleib mal kurz stehen. Weißt du was? Eine MP-Granate.
Bemannen. Bemannen. So. Und ich schieße mir mal auf den Dicken hier. Vielleicht treffen wir den ja. Oh, guck mal, sie bleiben stehen. Leon hat Prügeleien mit Gabriel angefangen. Ernsthaft? Reißt euch zusammen! Hallo? Leute? Bemannen? Bemannen. So, das eine Ziel ist immer noch der Dicke, oder? Weil der bräuchte mal so ein, zwei Treffer. So, und wie fliegt der? Kommt er gut? Oh, 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 oh. Ja gut, knapp daneben. Jawohl, immerhin den hier getroffen. Oh, das Schiff ist unter 90%. Würde ich mal sagen, ihr beiden Angeschlagenen, ihr. Ich schieße jetzt weiter aufs Raumschiff. Na komm, den einen Schuss gönnen wir sich noch. Denke ich. Wobei. So langsam müssen wir mal alle aufwecken, ne? Ich sagte, so langsam müssen wir mal alle aufwecken, bis auf euch beide. Geh mal hier in Position. Und wie lange brauchst du noch zum Schießen? Oh, dauert. Feuer. Lader, du kannst wieder gehen. Alles schön brav aufstellen. Nein, nicht alle. Robin, hier hin. Nein, hier hin. Nein, hier hin. Du kannst hier hin. Lavalion, wo rennst du hin? Geh hier hin. Timo, da hin. Justin, du kannst wieder gehen. Leg dich schlafen. Stella, hier hin. Bene, da hin. Oh, oh. Und da haben wir was getroffen. Haben wir dich getroffen? Nö. Der TSV wird brutal. Guck mal, wie der hier angeflogen kommt. Der kommt gut. Nur noch 190. Das ist doch schön. So. Oh, guck mal, da ist der erste. Nicht töten. Wunderbar. Sam, du bist auch schon da. Sehr schön. Wunderbar. Gabriel und Leon, ihr ballert weiterhin auf das Raumschiff. Das ist toll. Es ist noch da. Ja gut, zwei Treffer eventuell noch. So, der nächste bitte. Wunderbar. Da waren es nur noch zwei oder einer und der Dicke hier. Guck mal, da kommt der angehumpelt, weil der ja schon verletzt ist. Und der nächste ist Blatt. So. Komm, da müsste mal jemand mal hinschießen. Und treffen wir? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch treffen, ne? So, jetzt wird's interessant, weil der hält eine ganze Menge mehr aus. Wow. Gut, Brandpfeile sind in Ordnung. Ich meine Brandmunition. Und das war's. Fehlt mir noch der eine hier. Das wird noch dauern. Gabriel ballert gleich wieder. Brian, geh mal hier hin. Gut, das Feuer wird sich bald erledigt haben. Gut, die Nachladezeit ist wegen den Verletzungen größer geworden. Wie schaut es denn eigentlich hier drüben aus? Habt ihr schon ein bisschen was erlegt? Und verkocht? Moment, zum Kochen braucht ihr ja noch eine Anweisung. Öh, wir komplett vergessen. Koche einfach in Mahlzeiten. Wiederhole für immer erstmal. Ja. So, treffen wir diesmal?
Oh ja, die Folge ist. Und wird's bald was? Na komm, dreh mal schneller auf. Die Leute wollen ins Bett. Und das war's. Sehr gut. Das hat ja gedauert. Wie schaut's mit deinen Verletzungen aus? Und habt ihr getroffen? Immer noch nicht. Weißt du was? Macht mal Feierabend. Uiuiui, ui, ui. Ja, jetzt schlafen wieder alle. Ja, Risikozusammenbruch. Bewusstloser Kolonist? Leon, rettet dich jemand? Ich glaube nicht. Heute ist nicht Tag der Rettung, oder? Oha. Ja gut, die Wundinfektion geht noch. Robin, tu dein Bestes. So, dann bräuchte ich irgendwie einen Trupp. So, ihr lauft darüber und macht mal das Raumschiff kaputt. Haben wir schon. Alles klar. Dann sammeln wir hier doch mal alles ein. Huhu. Ist doch schön. Wird das schon abgeholt? Von Justin. Und Jason. Wunderbar. Alles wird geholt. So muss das sein. Oh, die da drüben haben nichts mehr zu tun. Warum sagen die nichts? Mistisch stehen sie rum und sagen nichts. Ach ja, weil wir kein Holz haben. Ist ja ekelhaft. Holz hacken. Holz hacken. Dann könnt ihr hier weiterarbeiten. Oh ja, das wird ein richtiger Kahlschlag. Oh, guck mal, die ganzen Dingskirchen sind ja hier. Dann brauchen wir noch was zum Abbauen. Befehle. Nicht Holz hacken, abbauen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, macht auch nochmal das hier. Da habt ihr wenigstens was zu tun, ne? Arbeit, Bergbau. Also wenn ihr nichts zu tun habt, dann könnt ihr auch Berg bauen und weiterarbeiten. Ja. Dann wird das schon. Jetzt müsstet ihr natürlich wieder alle was zu tun haben. Leon, wie geht's deiner Wundinfektion? Wie wurde das versorgt? 14. Behandlungsqualität 55%. Ja gut, Gabriel geht soweit auch super. Sam schläft. Naja, immer diese permanenten Verletzungen, ne? Zum Glück haben wir hier eine ganze Menge Stahl, aber wir könnten doch mal wieder was basteln, ne? Das mit den Böden wird sich noch ein bisschen ziehen. Diverses. Eine Funkanlage. Orbitales Funkfeuer könnten wir schon mal bauen. Am besten hier irgendwie ins Lager rein, damit wir unsere Sachen verkaufen können. Genau, und eine Funkanlage. Brauchen wir dafür einen extra Raum? Schweiß ist nichts. Schmeißen wir irgendjemanden aus seinem Schlafzimmer? Oder wird irgendjemand eine Funkanlage in seinem Schlafzimmer aufnehmen? Wir wissen es nicht. Weißt du was? Wir machen das einfach mal so. Kopie bauen. Und dann ziehen wir hier einfach mal irgendwie so einen Raum her. Ja. Kann man machen. Muss man nicht, aber man kann. Und dann hätte ich da auch noch gerne irgendwie einen Boden oder so. Betonboden. Ui.
Marmorfliesen. Und wir brauchen natürlich noch eine Kopie von der Tür. So, dann wird hier natürlich gebaut. Natürlich muss natürlich auch noch ein Boden hier drunter. Dass es klar ist. Psychisches Brummen niedrig für meine weiblichen Kolonisten. Ja gut, da kann ich jetzt nichts dagegen machen. Aber zumindest haben wir es schön warm, ne? Jahreszeit bedingt ungünstig. Wie schaut es denn hier drüben aus? Kommt ihr voran? Sieht beinahe danach aus, aber nur beinahe. In 6 Grad. Da sollten wir nicht so viel kochen. Aber Moment, Architekt? Strom. Nee, Temperatur war das. Kühlung. Da müssen wir auch noch Strom verlegen. Jawohl. Na gut, da kommen wir auch durch. Ist ja alles kein Problem. Dann gehen wir hier rüber und dann darüber. Und irgendwann können wir das hier auch fertig bauen. Alle Bauteile sind schon vorhanden. Wie viele Bauteile brauche ich denn da unten? Kann man vielleicht auch mal checken. Ja, Krankheit, Wundinfektion, das überprüft man gleich. 6 Bauteile, wie viele haben wir hier noch? 4. Alles klar. Da kriegen wir nochmal 4. Leon. Achso, deine Wundinfektion, wie geht's der? Dir geht's gut. Alles klar. Sonnenfinsternis, oha. Ein Glück, dass wir keine Solargeneratoren haben. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber ich hätte gerne wieder einen Arbeitsrausch für Brian. Ist doch schön. Und mich haben sie auch schon ewig nicht mehr ausgelagert, ausgebuddelt. Komm, wir jagen den Hasen und das... Ach, Katzel. Stella, was machst du? Meditiert. Kannst du mal bitte noch ein bisschen Holz schlachten? Tiere schlachten. Und wir haben seltene Trombos. Hey, marschieren die durch unsere Base durch, weil dann machen wir sie platt. Und, wollt ihr platt gemacht werden? Wir wissen es nicht. Wie geht's denn bei denen hier drüben? Da kommt's nicht, da geht's nicht voran. Guck mal, hier haben wir Silber. Komprimierter Stahl. Wie schaut's denn eigentlich, Moment, hier drüben aus? Ist das Funkfeuer fertig? Nö. Ja, wobei, das hat ja noch nicht einmal Strom. Das müsste so reichen. Mhm. Die Geschütztürme sind für eine Käferinvasion, falls wieder eine kommen sollte. Aber hey, zumindest kommen wir hier voran. Doch schön. So, meine Schnuffels, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Wir haben doch ein bisschen was erlebt mit den Robotern hier drüben. Haben wir hier noch Ding eingestellt? Aufgaben, zellige Mechanoiden für immer. Genau, zerlegen wir erstmal die Mechanoiden, bevor die schlecht werden. Und dann würde ich sagen, meine Schnuffels, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und tschüssili!